Du kannst auch bis heute keinen Witz machen über den Nationalsozialismus. Auch weil da Emotionen dranhängen und Menschen irgendwie. Das sind Emotionen, es war einfach eine gute Zeit. Du kannst das nicht so, ja, du kannst nicht so einen Dreck ziehen. Mono für alle. Das ist eine gute Band. Kennst du Mono für alle? Nee. Amoklauf, Amoklauf. Ach doch. Kenn ich. Das kennt dann immer jeder. Das ist mein Lieblingslied. Ja. Das ist schon als Kind gewesen. Nee, ich kenne nur Stereo. Ja, geil. Stereo. Ist eigentlich schon ein richtig schöner Einstieg. Wenn die Leute jetzt schon hier wären, ne? Das wäre großartig. Oh, da sind sie ja. Sich. Ach, da sind sie ja. Schau mal da am Empfangsbolzen, da sind sie. Moin. Oh, wie blöd die wieder gucken, ne? Weil da so geile Stimmen im Radio zu hören sind. Klotzt ihr aber dämlich. Aber schön, dass ihr trotzdem da seid. Ich freue mich immer, wenn ihr hier einschaltet. Herzlich willkommen, wir sind Brennpunkt Internet. Ich wünsche euch ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Und wer sind wir? Wir sind Robi Nostabimus, der YouTube-Star und Influencer aus Weimar. Und Tino Ranacher, der Nachfolge. Was macht er eigentlich? Der Nachfolge Wonneproppen von Herr Kleine. Ja, richtig. Der Bürgermeister in Spee. Ihr werdet schon sehen. Herr Kleine, was sagen Sie dazu? Wollen Sie vielleicht hier mal bei uns ins Büro kommen und ein, zwei Worte dazu verlieren? Sie sind nicht eingeladen. Kommen Sie vorbei. Jederzeit. Tino, während ich hier das Gelöt hier mal einstelle, damit wir hier die richtig gute Zeit haben als Vorgabe. Wir wollen ja hier professionell sein im Radio, hört ihr das? Wir haben hier gerade so eine Eieruhr, die wir einstellen, also nur das Beste für euch. So, da kommen wir doch einfach mal zum Thema. Das Internet. Es hat gebrannt. Brannte. Es und brannte diesmal Lichterloh. Endlich wortwörtlich. Es ist was passiert, meine Güte. Leute, ich habe eine geile Überschrift dafür, aber vielleicht kurz noch in eigener Sache. Wir haben ja letztes Mal meine TikTok-Karriere angeteasert, genau. Was macht sie? Du hast eine Prognose abgegeben, dass ich jetzt 800 Follower habe. Ich muss sagen, ich habe mich nicht richtig angestrengt. Ich hätte richtig viel... Da startet direkt die TikTok-App. Das ist professionelles Radio, meine lieben Zuhörerinnen. Das ist live, ja. Nee, also ich habe mittlerweile 958 Follower. Wow. Aber da wäre mehr gegangen. Ich habe mich wirklich zurückgehalten, was den Content anging. Das weil wusste ich ja vielleicht. Ich hatte viel zu tun. Ja. Gut, das nur als kleines Vorab. Aber ist auch egal, denn viel brennender hat uns alle interessiert, was in Paris los war. Richtig. Ich habe die grandiose Überschrift Notre Dampfwolke. Ja. Was nur halb Sinn macht, denn Dampf entsteht bei Wasserversiechung aber und nicht Dampf, bei Feuer, aber ist egal. Aber Dampf und Rauch ist ja das Gleiche. Fast das Gleiche. Dasselbe sogar, würde ich sagen. Ja. Nein. Ja, genau, das große Notre Dame hat gebrannt in Paris. Oh, war das eine Tragödie, ne? Ja, also ich da hat wirklich, das Feuer ist umgeschlagen aufs Internet, da waren wirklich die Tweets besonders geladen, was mich natürlich ein bisschen überrascht hat, denn irgendwie, für mich ist es halt ein Gebäude, ne? Aber ich bin halt auch so ein scheiß Nihilist, was sowas angeht. Ja, es geht vielen so. Also ich dachte zuerst an einen Fake, weil die Simpsons das nicht vorausgesagt haben. Aber es ist halt tatsächlich passiert. Hm. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Vielleicht gibt es eine Person da draußen, die es nicht mitbekommen hat. So, Oma, jetzt hör mal ganz genau zu, was hier passiert ist. Ja. Also, folgendermaßen. Notre Dame. Unsere Dame heißt das, soweit ich weiß. Echt? In Paris. Ist schön. Jetzt nicht mehr so sehr, denn es gab einen kleinen Arbeitsunfall. Es war unter Construction, wie sagt man? Professionelles Radio. Maßnahmenworten daran unternommen. Es wurde renoviert. Genau. Zum Teil. Und da hat ein kleiner Techniker gemeint, naja gut, hier dieses Kabel, da ist schon kein Strom drauf. Ich schneide mal durch. Ich weiß nicht genau, weiß was man's, passiert weiß ist. Man's. Und dann gab es einen großen Brand. Die Videos dazu sind erschütternd. Sie sind über Twitter ins Netz getragen worden. Es gab auch einen Livestream. Auf YouTube, der gesperrt worden ist. Stell dir mal vor, 9/11 heutzutage. Ne? Da würden alle direkt Instagram-Filter anschmeißen und dann, ey, ich bin hier, Leute. Hashtag. Inside-Job. Ja. So, und gab es auch bei den guten Notre Dame. Und alle hinterher, ne, getweetet, oh, Anteilnahme und so. Ich kann es verstehen. Ja, ich will das jetzt auch gar nicht zu sehr diskreditieren, aber ich muss dazu sagen, dass es war teilweise befremdlich. Ich kann mal einen Tweet vorlesen, der das für mich ein bisschen versinnbildlicht. Also, es gab natürlich auch einen Tweet, den ich sehr gut fand. Jetzt übertreiben es die Gelbwesten aber. Ja, der war gut. Das fand ich ausgezeichnet. Aber für mich war sehr komisch diese Anteilnahme. Einer hat gepostet, leider war 2014 führte mich meine Hochzeitsreise nach Paris und auch zur Kathedrale Notre Dame.
trauriges Smiley. Das ist wie mit toten Prominenten, ja. Sobald die tot sind oder irgendwie brennen, dann ja. kommen die Leute aus den Ecken und sagen, ja, vor 5 Jahren habe ich den getroffen und die waren so gute Freunde. Ich fand Michael Jackson schon immer cool. Richtig. Ja. Nee, also was ist denn das? Warum ein trauriges Smiley? Warum ist das denn jetzt schlimm, dass er bei seiner Hochzeitsreise da war, nur weil es jetzt 5 Jahre später brennt? Ja doch, er wird eine emotionale Verbindung dazu haben. Er ist vielleicht auch ein Stück weit objektophil. Weißt du ja nicht. Kann sein, ja. Und wenn seine Liebe brennt, dann ist es halt vorbei für ihn. Es ist ein großer Quatsch, sind wir mal ehrlich. Also ja. ich habe das Gefühl gehabt, es war auch wieder so ein, ich profiliere mich damit, ha, ich habe es noch gesehen, als es stand. Ja, übrigens kann ich auch sagen, ich habe es noch gesehen, als es stand. Wir haben ja eine Public Prank Compilation 2012 in Paris gemacht. Also in dem Video ist es auch kurz zu sehen. Guckt euch das an. Ah, ja, eure Video, ja, aber noch nicht brennend offenbar. Genau. Nein, ich kann das so ein bisschen verstehen, ja, das Notre Dame ist ja wirklich ein Wahrzeichen, das ist ein... Eine Legende, ja. Wie alt ist denn das Gebäude? 850 Jahre. Genau war es. Und das macht schon was aus, ja. Wenn es die Kirche in Thondorf brennt, ja, wo ich groß geworden bin, das ist dann historisch jetzt nicht ganz so bedeutend, ja. Aber das Notre Dame, wo viele geheiratet haben, worüber es Disney-Geschichten gibt, ja, der Klöckner von Notre Dame. Das war auch mein erster Tweet. Rest in Peace, Quasimodo. Genau. Richtig, Quasimodo. Ich kann es verstehen. Ich war auch ein bisschen traurig und dachte, oh krass, dass jetzt so ein Wahrzeichen abbrennt. Aber letztendlich ist es ja gar nicht so schlimm, habe ich jetzt gelesen, weil viele der wichtigen Schätze wurden halt aufgrund der Renovierungsarbeiten weggetragen. Teilweise nur. Es gab da noch einen, warte, ich möchte ihn namentlich erwähnen, damit dieser Held hier etwas Anklang findet. Jean-Marc Fournier rettete nämlich einiges an Gelumbe daraus. Der hat irgendwie gedient in der Armee, war gleichzeitig aber auch Pfarrer oder Priester oder was man da halt ist bei diesen Leuten, die immer mit den Kindern Unzucht treiben. Und ist dann da reingestürmt während des Brandes. War irgendwann auch, echt? Aber mit der Feuerwehr irgendwie zugange. Vielleicht ist er auch Feuerwehrmann, ich weiß es gerade nicht genau. Er ist Priester, auf jeden Fall, Feuerwehrmann und er ist alles. Rettet er die armen Kinder. Im Grunde ist er auch Herr Kleines Nachfolger vielleicht. Quasi, ja. Er kann einfach alles. Nee, auf jeden Fall ist er reingestürmt und hat wohl das Wissen gehabt, die größten Schätze identifizieren zu können. So, und hat die dann unter Rauch da noch rausgetragen, soweit ich das mitbekommen habe. Aber mittlerweile ist ja auch klar, dass die Grundstruktur zumindest erhalten geblieben ist, so dass man das wieder aufbauen kann, was auch passieren wird. Ich muss einfach sagen, die Franzosen haben jetzt wohl einfach die Quittung für die WM bekommen. Ich denke auch, spätestens jetzt. Die haben den Underdog Kroatien rausgeworfen im Finale, das ging nicht mit rechten Dingen zu, das hat mir nicht gefallen. Und jetzt, verdient. Ja, verdient. Also die WM meine ich jetzt. Ja. Aber es ist auch ein bisschen vielleicht der Fluch der WM, weil pass mal auf, ja, die haben 2018 WM gewonnen, zack, brennt Notre Dame. Wir haben 2014 die WM gewonnen, zack, brennen die Asylantenheime. Stimmt, das ist ja vergleichbar ungefähr. Ja, also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Fluch. Was ich damit sagen will, lasst uns bitte 2022 gewinnen. Mal sehen, was dann brennt, ja? Ja. Schreiben Sie uns. Ich fand den Tweet von Trump sehr interessant. Oh ja, direkt aus dem Weißen Haus gab er Löschanweisungen. Yeah, you have to, weiß nicht, was er geschrieben hat, genau, wörtlich, aber. Yeah, you have to put the water from the sky to the building with Flugzeugen. Ja, Water Tank Planes oder irgendwie sowas hat er gesagt. Und dann gab es auch einen Gegentweet von von der Feuerwehr von Paris oder so. Ja. Wir werden alle Vorschläge annehmen, außer den von Trump. Das fand ich auch großartig. Also er hat gesagt, dass aus Flugzeugen über dem Gebäude Wasser abgeworfen werden soll. Genau. Was man da nicht bedenkt, ist, dass aufgrund der Höhe das Wasser, das träufelt ja nicht regelmäßig dann darauf, sondern es ist so eine Masse, da wird er wahrscheinlich dieses ganze Gebäude drunter einplatzen. Also Trump hat viele Sachen, die er kann, ja, viele Talente und viele Kompetenzen, aber er wäre kein guter Feuerwehrmann. Muss man so sagen, leider. Das ist korrekt. Also löschen ist nicht seine Stärke. Heute haben wir mittlerweile den Donnerstag, wenn wir aufnehmen, etwas zu früh, wir nehmen demnächst später auf, aber langsam, ich habe gehört, langsam fährt auch die Freiwillige Feuerwehr Erringsdorf los, um den Brand zu retten. Ja. Anders kriegen sie es nicht gelöscht einfach in Paris. Muss ich den kleinen Seitenhieb nochmal loswerden, denn auch hier in Weimar hatten wir ja mal so eine Tragödie. Ja, die Anna-Amalie-Bibliothek. Genau, ja. Und da ist nämlich die Freiwillige Feuerwehr Erringsdorf auch hingefahren. Nur kam sie nicht mehr ran, weil dann so viele andere Feuerwehrfahrzeuge schon davor standen. Erster. Ja. Großartig. Aber zu dem Thema noch, was auch viele Gemüter erhitzt hat, war ja, dass über Nacht auf einmal 600 Millionen Euro Spenden, inzwischen sind es 800 Millionen Euro Spenden. Wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung noch mehr. Wahrscheinlich, genau. Mhm. Inzwischen sind es vielleicht 500 Milliarden, was weiß ich. Auch das sehe ich so ein bisschen mit Ambivalenz. Mhm. Auf der einen Seite ist es richtig, ja, die Leute können spenden, wofür sie wollen.
Aber warum wollt ihr nicht für was Sinnvolles spenden? Auch, nee, ich find's ja okay, ja, dass es aufgebaut werden muss, ist ja alles in Ordnung so. Aber warum schaffen es die Menschen nicht, auch mal für Menschenleben vielleicht mal so ein paar Euros zu spenden? Ich meine, für die Sea-Watch-Rettung kamen in einem Jahr 1,6 Millionen Euro zustande. Und das im Vergleich zu Notre Dame, zu einer alten Kirche, finde ich halt ein bisschen schwierig. Und rat mal, wie viel die Kirche davon gespendet hat. Nicht so viel wahrscheinlich. Ich habe es mir aufgeschrieben. Null. Nichts. Ja, das war ja auch irgendwie so, dass die vorher schon, also wie gesagt, dieses Gebäude war ja vorher schon, wie sagt man denn, unter Konstruktion. Es wurde renoviert. Under Construction, ja, für unsere internationalen Zuhörer. Und da gab es ja dann auch irgendwie das Problem, dass die Kirche nicht mehr genug Geld dafür hatte oder so, dass das so ein bisschen auf Eis lag. Oh. Vielleicht war das ja auch ein Inside-Job, weißt du, ja, haben die das Ding angezündet, weil wir wussten, ja, dann kommen hier internationale... Holz schmilzt erst bei 600.000 Grad. Ja, kommt die internationale Prominenz und macht das schon für uns. Aber das habt ihr hier natürlich nicht gehört. Ja, Verschwörungstheorien sind auf YouTube verboten. Und wie gesagt, ich finde es okay, wenn man spendet dafür, aber warum es solche krassen Unterschiede gibt zwischen Menschenleben und einer alten Kirche, finde ich schwierig. Ja, also ich meine, die Kirche an sich ist ja schon irgendwie ein wenig Ironie. Also alleine, was da an Geld reingesteckt wird, auch ohne Tragödie, ja, was eigentlich bedürftigen Menschen oder Christen zumindest hätte zukommen können. Aber nein, da muss man da halt ein goldenes Kreuz drin stehen haben. Das war ja auch so ein Ding. Ging dann auch viral, so ein Tweet von dem goldenen Kreuz in der Kirche, wo es dann hieß, ey, schaut mal, das Gebäude hat gebrannt, aber dieses Kreuz steht noch. Oh, danke Gott. Ja, nee, und dann echt so, ja, was ist jetzt eure Ausrede dafür, dass es keinen Gott geben soll oder so? Und dann meinte halt einer, naja gut, der Schmelzpunkt von Gold ist wesentlich höher, als so ein normaler Brand ist. Also vielleicht ist das Ganze allein chemisch erklärt. Das ist wie wenn deine ganze Familie stirbt, außer deine kleine Schwester überlebt. Ja. Oh, danke Gott. Ja, danke dafür, Herr Kleine. Was sagen Sie dazu? Wie viel haben Sie gespendet? Wer auch gespendet hat, ist Ubisoft. Die haben auch nochmal irgendwie 500.000, glaube ich, gespendet. Hm. Und jetzt kommt's, sie haben das Spiel Assassin's Creed Unity kostenlos angeboten, weil man dort in diesem Spiel Paris besucht und der Notre Dame steht. Und da denke ich mir so, lass doch mal die Pyramiden anzünden, weil dann kommt nämlich Assassin's Creed Odyssey kostenlos. Ja, geil. Nee, Origins, scheiße. Origins, keine Ahnung. Schneide ich. Origins. Origins spielt nämlich in Ägypten unter anderem. Wenn wir die Pyramiden anzünden, zack. Ja, wenn das so einfach ist. Also für mich ist es auch hier ein bisschen fader Beigeschmack, so eine kleine, so eine Promo-Aktion für alle älteren Semester. Ubisoft ist ein Spieleentwickler, habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen. Wie nach einem Blowjob, so ein fadiger Beigeschmack hinterher. Ja. Naja. Das stimmt. Und ja, ne? Auf der einen Seite, okay, sie spenden auch, aber dieses, ey, jetzt bieten wir Assassin's Creed kostenlos an, weil da sieht man das Ding mal kurz. Ich biete jetzt auch mein Public Prank Compilation Paris Video kostenlos an. Also Wow. Guckt es euch alle an. Da sieht man nämlich kurz den Notre Dame. Aber ich habe auch gelesen, dass dieses Spiel auch dazu dienen soll, dass man die Notre Dame wieder aufbaut. Sie sollen das wohl als ja, das, so krass nachgestellt haben, so 1:1. Aber ich glaube, das ist auch vielleicht PR-Gewäsch gewesen. Also das Ding ist, dass das irgendwie jemand anderes auch nochmal komplett vermessen hat, auf 5 mm genau oder sowas. Ja. Die ganze Kirche außerhalb von dem Spiel, meine ich. Und ich glaube, das macht mehr Sinn als so eine Rekonstruktion. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Und das letzte dazu, was ich sehr interessant fand, ist, dass ein Livestream zum Notre Dame gesperrt worden ist, aufgrund von YouTube-Algorithmen ja, und von durch Filter, die ja so gut funktionieren. Unser guter Freund YouTube und unsere noch besseren Freunde Filter haben mal wieder Mist gebaut. Wer hätte das gedacht? Ja. Es wurde als Fake News bzw. Verschwörungstheorie angesehen vom Filter, vom Algorithmus ja, und hat dann direkt so 9-11 Beiträge und Artikel und Aufklärungen so verlinkt darunter. Also auch sehr geil, ne? Wir dürfen uns freuen auf Artikel 13, wenn er durchgesetzt wird. Das wird ein großer Spaß. Ja. Also danke, liebe CDU-Wähler, an dieser Stelle. Und der Artikel 13, beziehungsweise Artikel 17 heißt er ja jetzt, hat sich umbenannt, ja, wurde ja jetzt durchgedrückt im Bundestag. Und die ganzen Länder haben abgestimmt. Deutschland war dafür, aber Skandinavien, Polen und Luxemburg zum Beispiel waren dagegen. Norwegen und so auch. Sogar die Polen, ja. Das muss man, und da wird nur gestohlen, ne? Da wird nur gestohlen, deswegen vermutlich, ja, um Content-Klau zu entkriminalisieren. Ja. Finde ich gut. Ja, auch Norwegen hatte ich gelesen, ist dagegen. Das sind alles so Länder, von denen hörst du nur nette Sachen. Irgendwie richtig, kaum Verbrechen, ja, soziale Gerechtigkeit, die Schere zwischen Arm und Reich ist besonders
schmal. Ja. Nur so Sachen. Und solche Länder kommen dann an und sagen, Upload-Filter sind schlecht, vielleicht sollte man darüber mal nachdenken. Und in Skandinavien, muss man sagen, sind die Rechten auch recht stark. Ne? Ich glaube, Schweden ist von der rechten Partei regiert. Und trotzdem sind die relativ aufgeschlossen vielen Themen und auch relativ sozial. Was ja, ich bin ja auch nicht so ein Hardliner wie du. Ja? Hat man ja auch schon. Ich sage grundsätzlich, wenn man sagt, wir gucken mal, dass wir Politik für das eigene Land machen. Du Nazi. Ja, ist das vielleicht nicht das Schlechteste. Wenn das aber bedeutet, wir treten allen Ausländern die Kniescheiben raus, dann finde ich das nicht so geil. Ja, nicht allen, ja, nicht allen. Ja, nur ein paar. Ab der Obergrenze wird getreten. Ja, so ist es. Ja, aber gut. Ich möchte klarstellen, ich bin linksradikal und nicht rechtsradikal. Ja, sorry. Nee, ich wollte noch kurz einwenden, nämlich die geschmacklosen Memes und Sprüche. Ich habe ja auch über Notre Dame gleich getweetet, wie gesagt, hier, ne, hatte ich schon erwähnt, und dann direkt gefolgt mit einem Retweet, quasi das, was jemand anderes sagt, auf seinem eigenen Twitter-Account wiederholen. Genau. Mit schön. Einem Kommentar. Ja. Habe ich jetzt schön erklärt für die Leute, die es gar nicht wissen. Und das war, der Notre Dame hat einen eigenen Twitter-Account und hatte da am Aschermittwoch ein Bild gepostet von Asche. Und dann stand da, today is Aschermittwoch. Asche ist auch ein geiler Musiker. Und absolut. Ich habe das retweetet und habe gesagt, schaut mal die Überreste von Notre Dame. Und das fanden die Leute gar nicht gut, weil das war zu einem Zeitpunkt, als das Ding noch gebrannt hat. So, und dann so, oh, das geht aber jetzt gar nicht, das ist aber ganz geschmacklos. Aber die haben sich aber auch, ja. Die haben sich aber auch. Und einen Tag später, wenn dann, weißt du, wenn so ein bisschen Gras drüber gewachsen ist und es nicht mehr too soon ist, überall Memes. Überall einfach nur Memes. Gerade hier jetzt ruft der Techniker an. Hier an. Ich geh mal ran. Wir gehen einfach mal ran. Das ist professionelles Hallo? Radio. Hey Tino, hier ist der Boki, Radio Lotte. Hi. Hi. Du Tino, ich frage wegen eurer Sendung am Sonntag. Ihr habt das doch so ausgemacht, dass ihr eure Sendung herbringt und dass die dann immer sozusagen von der Redaktion irgendwie eingepflegt wird, ne? Genau. Aber die sind doch morgen gar nicht da. Morgen ist doch Freitag, da ist doch Feiertag. Oh, wie es der Zufall will, nehmen wir jetzt gerade auf. Genau, wir sind gerade live, wir nehmen gerade on tape auf. Wann schickst du mir das? Ja, nachher, ne? Genau, also heute bis 18 Uhr spätestens. Oder 19 Uhr. 18, 19 Uhr. Alles klar, dann sage ich dir nochmal unten, die sollen das dann austauschen, dass sie das noch nicht vergessen. Okay, alles klar. Schönes Osterfest, ihr Lieben. Gleichfalls, tschüss. Ja, tschüssi. Ach ja, so ja. Ist das hier. Professionelles Radio ist schon was Schönes. Großartig. Ja, ich denke, abgesprochen gewesen. Ich denke, das war auch ein guter Punkt jetzt, um nicht mehr über brennende Gebäude zu reden. Es ist auch einfach langweilig. Ich wollte einfach nochmal sagen, warum ist es, ab welcher Zeit ist es okay, etwas Geschmackloses, einen kleinen Witz über eine Situation zu machen? Wie viele Minuten? Ich habe einen Tweet bekommen, naja, zumindest sollte der Brand gelöscht sein, bevor man Witze macht. Aber denke ich mir auch, naja, wenn klar ist, dass die Kirche leer steht und da keine Leute sterben und so. Also das war ja für mich auch das, warum es mich wirklich nicht so tangiert hat. Wenn da irgendwie Leute drin verbrannt wären, wäre es halt ultra krass so. Aber es ist halt einfach nur, das Gebäude brennt und dann baut man es wieder auf. Ich verstehe, dass das für die Franzosen eine große Bedeutung hat und fürs Christentum. Aber wie gesagt, ich bin dann vielleicht auch, verzeiht mir, dass ich da vielleicht nicht so emotional bin. Auch wenn das Nationaltheater bei uns in Weimar brennen würde. Ich weiß, das ist nicht so geil, auch für dich vielleicht so, und da hängen Jobs dran und sowas, aber rein, ja, das Gebäude erleidet einen Schaden. Da denke ich mal, ja gut, wenn wir so weitermachen, in 200 Jahren steht vielleicht kein Gebäude mehr auf der Welt, also ist es vielleicht egal, ob das jetzt kaputt geht oder in 100 Jahren, aber wie gesagt, das ist auch nur meine... Ich möchte noch kurz erwähnen, mir ist es nicht egal, wenn das DNT brennt. Oh, die Zuhörer hatten schon die Fackel in der Hand jetzt, schnell wieder eingesteckt, die brennende Fackel in die Hosentasche. Ja, ist halt so die Frage, ja, was darf Satire, wann darf sie es. Aber ich glaube, du wirst immer Menschen haben, die sich verletzt fühlen, auch wenn sowas 20 Jahre her ist. Das ist einfach immer so. Du kannst auch bis heute keinen Witz machen über den Nationalsozialismus, weil da Emotionen dranhängen und Menschen irgendwie... Das sind Emotionen, es war einfach eine gute Zeit. Du kannst das nicht so, ja, ich kannst nicht so einen Dreck ziehen. Aber nicht für alle. Ja. Es gab auch die einen oder anderen, die da nicht so profitieren konnten davon. Oh Mann. Ich kenne jetzt keinen, aber... Ja, auf jeden Fall Notre Dame. Kommen wir mal zu den ganz wichtigen Themen. Ja. Und zwar gab es einen neuen YouTube-Rekord. Oh, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und zwar die K-Pop-Band BTS ist zurück. Ach doch, ja. Die ganz, ganz große K-Pop-Band. Habe ich ganz oft schon nicht gehört. Ich auch nicht, aus Südkorea. Sie haben jetzt nämlich innerhalb von 2 Tagen 100 Millionen Views auf YouTube geknackt. Bam, wird das neue Gangnam-Style? Wahrscheinlich nicht, oder? Sonst hätte ich es schon gesehen. Nein. So wichtig ist es nicht. Es ist nicht mainstreamig, aber... Gangnam-Style ist eine Musik gewesen aus Korea.
Das war nicht aus dem bösen Korea, aus dem guten Korea. Hey, sexy lady. Der war das. I wanna know. Du verbeiter Kochi. Nee, war ein großer Hit und er hatte lange Zeit, bis Despacito kam, auch den Klickrekord auf YouTube insgesamt. Und jetzt kommen die daher. Aber es war der Rekord BTS. War innerhalb von 24 Stunden, oder was war genau, es? Genau, ne? Von 2 Tagen. Oder 2 Tagen, ja. Ja, genau. Ich glaube, das flacht so ein bisschen ab. Also Gangnam Style hatte halt einen krassen Hype und Despacito, ich weiß nicht, hängt allen zum Hals raus, das aber irgendwie hören es trotzdem alle immer noch. Ja, ja, es ist so ein Radio-Ding. Ich glaube, dass BTS nicht im Radio läuft. Ja. Das Besondere ist, dass eine Woche zuvor hat eine andere K-Pop-Sängerin nämlich auch den Rekord geknackt. Die hat in 3 Tagen 100 Millionen Views gepackt und die haben jetzt in 2 Tagen das geschafft. Also aber, einen Tag weniger. Aber Kino, was ist denn überhaupt ein K-Pop? Ein K-Pop ist Musik aus Korea, also aus Südkorea meistens. Ja, aus ganz spezielle Musik von Leuten, die alle gleich aussehen. Genau. Nämlich alles so asiatische Mädels. Naja, es gibt auch doch, Jungsbands. Das ist eine Boyband hier, okay. BTS. Ja, ja. Ja, aber ich sehe immer nur, gut, ich bin auf den Einschlägen vorn unterwegs, ich sehe dann immer nur die weiblichen Bands, die da irgendwie gehypt werden. Ich verstehe es nicht ganz, ob das ja so ein, auch ironisch, so ein My Little Pony Ding so ein bisschen ist, weil es ist halt einfach sehr lollige Popmusik, so. Also lollig meine ich im Sinne von Lollipop, so, weißt du, so Blümchen in Asiatisch oder so, nur halt, dass Blümchen cool ist oder cool war, der neue Song, naja. Habe ich nicht gehört tatsächlich. Hat ein kleines Comeback gefeiert, hat auch keiner außer dir gehört, also ist nicht weiter relevant. Keine Ahnung. Aber es ist so richtig, richtig unangenehmer Song, so, dieses Internet ist ja ganz toll, aber irgendwie fühlt es sich nicht an, als wüsste sie, was das Internet ist. Ja, die Frage ist ja auch letztendlich, ob solche Klicks und Likes ja überhaupt echt sind. Ja, der Trend geht ja auch dazu, dass man sich Likes kauft. Und, Views, also Anschauungen, lieber ältere oder Generationen. Promotions auf Instagram, richtig, wie wir zum Beispiel mal gemacht haben, richtig, für den Brennpunkt Internet. Aber das geht ja, ja, man kann ja Werbung schalten, aber auf das Video an sich Likes zu kaufen oder Views zu kaufen, finde ich nicht cool. Das stimmt. Ich wollte sagen, das geht, aber manchmal geht's auch nicht, weil Instagram sagt, oh, der Brennpunkt Internet, der ist aber ganz schön grenzwertig, denn da werden Aussagen über Charaktereigenschaften von Leuten gemacht, was auch immer das bedeutet. Wir haben Hitler gesagt. Ja, also ich habe ja so einen kleinen Zusammenschnitt von 1 Minute gemacht, auf Instagram hochgeladen und wollte eine Promotion schalten, die wurde 2-mal abgelehnt. Auch meine Beharrlichkeit hat nichts gebracht. Sehr interessant. Also wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr euch zu einer elitären Masse zählen, die damit zurechtkommen, dass wir hier Aussagen über Charaktereigenschaften von Menschen sagen. Also ich habe halt irgendwas von Rape-Jokes und so erzählt, Vergewaltigungswitze. Wir haben die Permission von Herrn Peter Kleine, dem Oberbürgermeister von Weimar. Solange der hier nicht ins Büro reingerannt kommt und sagt, wir sollen bitte schön Schluss machen, dann machen wir weiter. Wir machen, was wir wollen. Und wenn er hier reingekommen, dann machen wir erstmal ein kleines Interview und fragen, was er dazu sagt. Ja, auf jeden Fall. Herr Kleine, schreiben Sie mir. Ich habe noch ein richtig großes Thema, Tino. Hast du auch mitgekriegt? Ich habe die Überschrift, kein Brexit, aber Sexit. Ja, ja, richtig. Ja, ja. Ich war ganz erschrocken, was du mir heute Morgen geschickt hast. Ja, großartig. Am 15. Juli diesen Jahres, ab diesem Zeitpunkt, tritt das neue Gesetz in Kraft in Großbritannien, dass ein Internetnutzer sich ausweisen muss, dass er 18 Jahre ist, um Erwachsenenfilmchen zu sehen. Oh. Sehen zu dürfen. Horrorfilme oder was ist gemeint? Nein, Pornografie. Nein. Poyaman in Mumu. Das gibt es noch? Das gibt's noch. Das gibt's weit verbreitet im Internet. Und das findet die 70 Jahre alte Internetgemeinde der großbritannischen Regierung nicht gut. So, was sagt denn die Queen dazu? Die sagt, ich möchte bitte nochmal in einem Film mitspielen. Ich weiß nicht, die sagt immer gar nichts zu irgendwas. Ja. Komm, die Queen ist auch nicht relevant. Nee. Aber es ist halt Quatsch. Es ist ganz großer Quatsch. Das werden halt VPNs benutzt und sowas wie Twitter kannst du da nicht, also wenn du zum Beispiel irgendwie, du kannst ja auf Twitter auch Nude-Pics einfach verschicken oder posten. So. Da gibt es ja auch. Habe ich auch gehört. Gibt es ganz viele Pornodarsteller oder so, die dann auch einfach zu ihren Webseiten verleiten. Und das Ding ist, das kannst du ja nicht, du kannst ja nicht auch Twitter ab 18 machen, so, aber trotzdem siehst du da solche Inhalte. Ja, manchmal werden solche Inhalte ja auch dann nicht angezeigt, dann musst du erst sagen, dann drückst du ja, ich möchte Inhalte sehen. Genau. Das kann jeder 12-Jährige. Ich finde das so schwierig, ich finde es eh seltsam, dass man ab 14 Jahren Sex haben darf, aber erst ab 18 darf man anderen dabei zuschauen in dem Video, das verstehe ich nicht so richtig. Du hast dann Sex mit 14, aber ich glaube das Age of Consent, was das Mündigkeitsalter in Großbritannien oder in England müsste 16 sein, wenn ich mich nicht täusche. Ach. Aber es ist egal, dann machst du halt mit 16 Sex.
filmst dich dabei, darfst es dir aber hinterher nicht angucken, weil dann machst du dich strafbar. Kinderpornografie auch. Ja. Denk doch an die Kinder. Denk doch an die Kinder. Denk an die Kinder. Nach den ganzen Skandalen in der britischen Regierung so in den letzten Jahren könnte man denken, die denken vielleicht zu viel an die Kinder. Weil da gab es ja schon mannigfaltig News über einen sogenannten pädophilen Ring. Wenn man Monarchen und Christen nicht mehr glauben kann, wem dann? Das ist wirklich tragisch. Also ich glaube, das hat dann wenigstens zur Folge, dass Leute, die damit aufwachsen müssen, sich sehr gut mit dem Internet auskennen, um das nämlich zu umgehen. Es wird ungefähr einen Tag dauern, bis das jeder auf dem Schulhof weiß, wie das funktioniert. Es ist doch so fernab der Realität. Ja, es reicht doch zu sagen, dass es offiziell ab 18 ist, Pornografie. Ja. Mit dem Wissen, okay, aber es wird 14-Jährige geben oder 13-Jährige auch, die sich das angucken. Es ist doch, ich glaube nicht, dass das wirklich einen so sehr einschränkt in seinem Denken oder dass er das so sehr beeinflusst. Ich glaube, das ist einfach nur erstens eine Masturbationsvorlage, ja, das machen ja Jugendliche angeblich. Und zweitens ist es einfach, ist es auch ein Stück weit Aufklärung, ja. Also die Bravo kann man vielleicht noch lesen, aber die Eltern, die machen doch nichts. Also Eltern, ich höre von ganz vielen, dass die von den Eltern noch nie was über Sex gehört haben. Außer vielleicht, wenn die selber gebumst haben. Aber Tino, du musst wirklich mal die Logik dahinter verstehen. Das macht mich wütend. Wir kommen mit Logik nicht weiter. Doch, du sieh doch jetzt einmal die Logik. Wenn die kleinen 13-jährigen Kinder von den Eltern unbeaufsichtigt das Internet nutzen dürfen, dann ist die Pornografie ganz klar schuld. Ja. Das musst du doch einmal sehen. Das kann ich aber nicht glauben. Und reziprok ist es ja jetzt so richtig schön. Reziprok. Die Eltern können sich zurücklehnen, ganz entspannt. Ich habe keine Aufsichtspflicht, ich habe keine Schuld, ich lehne mich zurück. Das Kind kann machen, was es will. Ist doch geil. Also als Schlupfloch meinst du? Ja, na jetzt mit dem neuen Gesetz ist das super geil. Die Kinder finden trotzdem kleine Schlupflöcher. Mama, darf ich Pornos gucken? Ja, aber nur 10 Minuten. Nein, natürlich nicht. Die Eltern müssen jetzt überhaupt nicht mehr beaufsichtigen. Die können sich jetzt irgendwie auf Live League irgendwelche Tötungen von ISIS oder so anschauen. Ja. Also, da sind die Eltern fein raus. Ist doch geil. Die können sich zurücklehnen. Ach, diese Pornografie, die ist doch jetzt, die müssen doch 18 sein. Ja, ach so. Da muss ich jetzt gar nicht mehr überprüfen, was mein 12-jähriger Junge im Internet so macht. Ja, es lief ja bisher. Es ist doch entspannt. Ja, es ist. Ich finde es witzig, dass man sich irgendwie international so über Korea und China und so lustig macht und dann, weißt du, England, wo man denkt, okay, die sind vielleicht ein bisschen fortschrittlich, bis auf sowas wie eine Königin. Aber nee. Die ist ja nicht mehr relevant, wie gesagt. Ja. Aber es ist wirklich ein ganz großer Quatsch. Aber auch Pornos sind nicht mehr relevant. Ich glaube, dass dieses Gesetz ganz wenige betreffen wird. Ja, weil Pornos werden keiner. Ja eh nicht mehr gesehen. Ja. Ich glaube, da rege ich mich gerade auch zu Unrecht auf. Ich glaube auch, Sex an sich ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Das ist einfach. Es lohnt sich einfach nicht mehr. Ja, die hatte ihre goldene Zeit so damals, aber irgendwie langsam. Zum Babyboom so, aber. Müssen wir mal gucken, ob es vielleicht was Neues gibt. Also ich muss sagen, der Trend geht auch eher so ein bisschen zum A-Sex, ja. Also so gar nicht mehr und. Netflix and Chill. Netflix and Wenn ich Netflix and Chill nichts. Mache, dann gucke ich Netflix und Chill halt, ne? Willst du Netflix and Chill erklären für die Leute, die das vielleicht gar nicht verstehen? Ach so, genau, liebe Leute, Sie kennen doch ganz sicherlich ZDF und ARD. Es gibt auch online so etwas wie ZDF und ARD, nur ohne Zwangsgebühr. Sie können freiwillig bezahlen. Oh, dann, das ist aber. Dann bekommen Sie nämlich ein Angebot, dass Sie online, also im Internet, Filme gucken und Serien gucken dürfen. Und dies nennt sich Netflix, unter anderem. Es gibt auch Amazon Prime und Maxdome. Und Disney gibt's bald. Und Disney, genau, WWE Network gibt's auch für die ganz hartgesottenen. und wenn man sagt Netflix and Chill, dann möchte man Sex haben. Ja. Was machen wir heute Abend? Naja, Netflix and Chill. Wir sitzen rum, gucken etwas, aber eigentlich gucke ich in dich. Ja, richtig. So, das ist die Aussage. Das hatte ich ja schon erzählt. Letzte Woche war ich einkaufen und vor mir in der Kasse, es war Freitag, stand ein junger Mann vor mir, der hat sich so einen Netflix-Gutschein gekauft für 20 Euro und eine Packung Kondome. Nice. Das fand ich cool. Das ist hat geil. Mir gefallen. Gut, also um es nochmal zusammenzufassen, ich finde es doof. Wir finden es alle doof. Alle außer die 70-jährige Regierung richtig. Von England findet es doof. Ja. Und die denken sich, was sagt wir machen das ihr? Richtig. Was sagt der Kleine dazu? Herr Kleine, was sagen Sie? Schauen Sie noch Pornos? Wenn ja, welche Kategorien? Ja. Und schreiben Sie uns bitte, Sie können uns ja schreiben auf Instagram, Nosterafu können Sie schreiben, Sie können Tino Ranacher schreiben, Sie können Radio Lotte schreiben oder Sie können auch die FDP-Fraktion im Bundestag schreiben. Ich glaube, wir kriegen demnächst einen anonymen Hassbrief und der ist von ihm. Aber ich denke auch. Keiner weiß es. Also ich finde es nicht geil, dass das wieder ein Tool mehr ist, was potenziell eingesetzt werden kann, um dann auch andere unerwünschte Inhalte zu blocken, die einfach, wo die Regierung sagt, oh, das ist aber jetzt
als doof. Das ist, weißt du, klar, ist auch ein bisschen Schwarzmalerei, gebe ich ja zu, aber das Potenzial ist halt da. Und zur anderen Seite musst du auch überlegen, was passiert eigentlich mit den Daten, weil irgendwo müssen diese Daten ja gespeichert sein, wenn jemand angibt, hier übrigens mein Ausweis, ich bin 18, da muss es eine Datenbank geben. Irgendwann gibt es dann wieder einen großen Leak, gab es ja erst irgendwie, ich glaube, das war auch in England, wo so eine Seite, wo irgendwie Leute, die fremdgehen oder so, sich anmelden können, also das ist diese Prämisse, ich weiß nicht genau, wie die hieß. Und dann gab es auch halt einen riesen Leak von 222 Terabyte oder so an Nutzerdaten. Oh, wo dann natürlich die Leute, wo dann die Leute natürlich bestochen werden können. Also ich kann das auch nochmal recherchieren, hieß irgendwie so weiblich, irgend so ein weiblicher Name, so hieß die Seite, die das ermöglicht hat. Ich gehe nicht fremd, keine Ahnung. Ja. Nee, auf jeden Fall, was ist das für ein Scheiß? Diese Daten sind dann irgendwo... Das knüpft so ein bisschen an das Thema von letzter Woche in Österreich, dass sie ja wollen, dass man sich jetzt verifiziert, dass man seinen Ausweis schickt an Facebook, Twitter und dass man nicht mehr anonym unterwegs ist. Dass die Behörden immer Zugriff haben auf die Nutzerdaten, die du hast. Ja, du kannst sie zwar Bumsebiene nennen, aber letztendlich müssen die Behörden wissen, wer Bumsebiene ist. Richtig. Mhm. Ja, ist ein Jammer. Ist ein großer Jammer. Aber ich glaube, die Briten sind auch generell da irgendwie so ein bisschen prüde. Da war doch erst vor 1-2 Jahren was, wo Face-Sitting verboten war. Ich glaube, man durfte Pornos sehen, aber bestimmte Kategorien wurden nicht erlaubt. Zum Beispiel? Face-Sitting. Und da gab es nämlich, also wenn Frauen sich auf Gesichter setzen von anderen Frauen, Männern oder anderes Geschlecht, dann war das nicht okay. Also ich glaube, da gab es dann so Proteste, wo das dann Leute in der Öffentlichkeit gemacht haben. Weil Menschen da schon erstickt sind. Nee, weiß ich nicht, weil die dumm sind einfach. Das habe ich mal gelesen, dass Menschen erstickt sind. Dass dann ja, von Frau mir aus. Drauf saß und dann ist dann der Mann, die dachte, ja geil, der gibt gerade alles, aber er ist gerade gestorben. So. Apropos erstickte Menschen. kurzer Nachtrag zur letzten Woche, weil mittlerweile ist es verjährt. Ich will es einfach nur kurz erwähnen, auch ohne Namen zu nennen, weil es ist halt, ich habe da privaten Kontakt und ich wollte nicht irgendwie geschmacklos, ne, direkt... Notre Dame, da muss es halt nicht sein. Es ist nämlich eine Person bei einem Sexunfall gestorben, wohl die Freundin oder Freundschaft plus oder was auch immer von einer Person, die ich kenne. Und da wollte ich einfach nur, für mich war das so krass, weil diese Person war nicht bekannt, aber alle Berichte darüber haben ihren vollen Namen genannt und teilweise auch zu ihrem Instagram-Account verlinkt. Und das fand ich so absurd. Ja. Das wollte ich aber letzte Woche nicht erwähnen, ich habe es so kurz angeteasert. Und wollte ich nur einfach kurz, warum? Was ist das? Also was? Das ist eigentlich unüblich. Also ich kann mir nur vorstellen, dass diese... Dass die bösen Medien will ich ja nicht immer hier... Ne? Aber es kann sein, dass die Medien dachten, dass sie auch eine Person des öffentlichen Lebens ist. Also sie hatte nicht mal 1000 Instagram-Follower. Das ist jetzt nicht unbedingt bekannt, sage ich mal. Deswegen, ja, kleiner Nachtrag dazu. Ja, es ist schwierig. Also wenn halt ihr wenn in dem Umkreis jemand ist, ja, der bekannt ist, irgendwie ein Influencer ist oder YouTuber oder Twitcher oder sowas, dann kann es sein, dass man denkt, das wäre jetzt wichtig, dass man ihren Namen nennt. Aber im Zweifel macht man es eigentlich nicht. Ja. Naja. Egal. Noch eine andere Tragödie. Concrafter. Gibt's ein Update, ja? Ja, es gibt ein Update. Ich habe die Überschrift Clubvideo Concrafter Math. Weil das ist der Nachhall, ist ein gutes Wort. Ach so, ja. Ja. Ja, wir haben letzte Woche darüber berichtet, der gute Concrafter wollte sich kostenlos in einen Club reinschmuggeln, hat es dann aber irgendwie nicht hingekriegt und jetzt hat er sich dafür entschuldigt. Schön. Ja. Ich nehme sie nicht an, persönlich. Ja, aber ich muss auch sagen, du hast ja ein bisschen Angst, dass ich auf den On-Air-Schalter komme, kurz, oder? Ja. Hast deswegen gerade so nervös geguckt. Ich dachte, was macht er da? Ja, wir haben hier einen so einen Knopf, wenn wir den drücken, sind wir sofort On-Air und reden in die Musik rein. Ja. Egal. Und er hat halt diese typische Ausrede genutzt, die auf der einen Seite die beste und auf der anderen Seite die schlechteste Ausrede in so einem Fall ist. Nämlich, ich bin doch auch nur ein Mensch. Ich kann diesen Satz nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Weil... Ich weiß nicht, irgendwie Fällen, ist das klar ja. Und irgendwie ist das auch nur so eine Worthülse. In solchen Fällen fällt mir immer zuerst Hitler ein. Ja, wie wäre es bei Hitler gewesen? Ja? Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust, ich bin auch nur ein Mensch. My bad, Fehler. Jeder macht Fehler. Alle haben eine zweite Chance verdient. Ja, also er ist jetzt noch mehr das Gespött. Ja. Also als wir das Thema rausgesucht haben, war das gar nicht so groß. Da war das Video von ihm schon wieder 3 Tage alt, wo er sich aufgeregt hat. Dann aber jetzt nach insgesamt 6 Tagen nach diesem Upload ist es richtig erst ins Rollen gekommen, dass sich alle drüber lustig gemacht haben. Ja, da gibt es ja auch diesen Mr. Trashpack, der hat das auch so ein bisschen versucht zu analysieren und sagte auch, ja okay, es ist gängige Praxis. Das machen wohl alle Influencer so, dass sie versuchen in Clubs reinzukommen oder
billiger Sachen zu kriegen. Das ist wohl recht normal. Aber sich danach so zu echauffieren, ja, also eigentlich schweigt man eher, wenn es nicht funktioniert hat. Aber er macht eben arroganterweise ein Video, wo er sich darüber beschwert, dass der andere ist arrogant ist. Das ist der Punkt, genau. Also Self-Awareness ist nicht so Selbstwahrnehmung, liebe Deutschen. Richtig. Gut, kommen wir von einem Influencer zu vielen Influencern. Ich habe da nicht noch was Großes. Ich habe keine bessere Überschrift gefunden als Coachella. Ja. Kennst du das Coachella? Das ist ein Festival in Amerika. Doch, das zeigen ganz immer großes bei YouTube an, so jetzt gerade im Livestream und so. Ja. Das ist ein, ich glaube, mit das größte Festival der Welt. Das wird zweimal gemacht. Also dieses Wochenende ist das zweite Mal. Letztes Wochenende war es erstmal und exakt die gleichen Auftritte. Ist ein bisschen eigenartig. Kannst dir halt quasi zweimal die gleichen Sachen geben, so hintereinander, wenn du willst. Und da ist ein kleines Video viral gegangen. So, weil da die ganzen Influencer halt hingehen, ne? Was ist das Coachella wirklich? Das Coachella hinter den Kulissen. Mhm. Und da ist halt einfach so ein Typ, der mit dem Handy filmt, wie alle, dass ich mit dem Handy filme und hinstellen zum Instagram-Pose. Also wirklich, er geht da so eine Minute lang. Und überall siehst du irgendwelche Frauen, die posen und irgendwelche Boys, die dann ihre Filter anschmeißen auf dem Handy und das ist das Coachella so. Ja, die Menschen fahren ja nicht mehr irgendwo hin, um da zu sein, sondern um das zu verwursteln irgendwie in Instagram und Facebook-Beiträge. Das ist immer sehr schade, auch wenn man auf der Bühne ist und ein Konzert spielt und vor dir stehen 1000 Leute nur mit den Handys und filmen dich für ihre Stories. Da denkst du, du spielst gerade vor einer Wand irgendwie, du spielst gerade für Leute, die gar nicht da sind. Ja. Gibt's ja auch die Anti-Bewegung mittlerweile ein bisschen, aber hat sich noch nicht durchgesetzt. Muss ich sagen, ich bin ja ein großer Fan von Jack White, The White Stripes, meine absolute Lieblingsband. Und Jack White ist ja jetzt solo unterwegs und hat tatsächlich jetzt eingeführt bei seinen Konzerten ein Handyverbot. Also wirklich offiziell. Ich glaube, man muss es sogar vorher abgeben oder so. Ich weiß es gerade nicht, bei der Garderobe lassen. Finde ich ein bisschen zu krass. Ich würde mich freuen, wenn irgendwie die Leute von sich aus das raffen, dass das irgendwie, wer will sich denn hinterher noch so verkackte Videos angucken? Du kannst es eh irgendwie auf YouTube sehen, weißt du, es nehmen genug auf. Und nein, der ganze Effekt ist ja nur, dass du halt zeigst, dass du gerade da bist. Ja, das ist ja das Ding. Und anfangs, als Handys rauskamen mit Kameras, war es cool für die Künstler, weil es war für die nochmal kostenlose Werbung, dass die all ihren Freunden gezeigt haben, ich war bei einem Konzert von White Stripes oder bei Mozart oder so. Ja. Und aber heute ist es zum Problem geworden, weil ja alle filmen. Jeder macht ein Foto auf dem Konzert, jeder macht ein Video oder ein Livestream und ich bin jemand tatsächlich, der macht ein kurzes Foto als Erinnerung, dann tue ich das Handy wieder rein. So einer bin ich. So einer bist du. Ich habe mir abgewöhnt, das zu filmen. Tino, du bist ja ein großartiger Mensch. Danke. Nee, weil ich halt selber weiß, wie das ist. Es ist halt ätzend, so, wenn du ständig gefilmt wirst und nur irgendwelche Lichter da siehst im Publikum, das nervt halt. Ich muss auch noch sagen, so ein bisschen differenziert, ne? Konzert an sich, aber du bist ja auch hintenrum beschäftigt, ja, also das ist ja nicht die ganze Zeit, du bist da vor der Bühne. Und es ist halt einfach der Zeitgeist, so. Das muss man auch ein bisschen, da muss man nicht irgendwie hier der alte Rentner sein, der aus dem Fenster guckt und überprüft, dass ja keiner Scheiße baut, so. Die Botschaft geht raus an unsere Radiozuhörer gerade, lasst die Scheiße und hört auf zu hupen, wenn ich mit dem Skateboard auf der Straße rumfahre, weil das hat einen total dummen Effekt, dass ich mich erschrecke und dann erst recht in euch reinfahre. Das ist dumm, ihr alten Menschen. Danke dafür. Gut. Der Punkt ist, es ist halt der Zeitgeist. Man muss es halt irgendwie tolerieren. Fotos machen ist halt irgendwie verankert in der Gesellschaft, noch mehr als früher, weil jeder hat jederzeit Zugriff dazu. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch wieder, so Woodstock damals, ja, wenn wirklich die Musik und das Erlebnis so im Fokus stand und nicht irgendwie nebenher, so das ist natürlich auch geil, ne? Wenn alle nur für das da gerade da sind und nicht irgendwie nebenbei im Handy irgendwo rumsurfen, ich rede schon wie so ein Rentner, Alter, durch dieses Internet. So richtig Rock'n'Roll brauchst du damals noch. Ja, also ich glaube, das ist einfach eine purere Erfahrung. Da gab es halt einen so oder zwei Kameramänner oder Frauen, die halt das gefilmt haben, das Ganze und das dokumentiert haben und der Rest musste sich darum nicht kümmern, die wussten, da kommt ein Video raus, oder eine DVD und dann ist gut, das kann ich mir dann kaufen. Aber da bin ich dann vielleicht nicht zu sehen. Warum rede ich eigentlich immer wie Willi die Biene, wenn ich Leuten dumme Sachen erkläre? Ich mag deine Instagram-Stories, wo du immer wieder kleine Nils klingst. Ja. Das finde ich viel lustig. Das ist ungefähr so, das ist aber auf Dauer sehr anstrengend für euer Gehör und für meine Stimmbänder. Nice. Deswegen, ja, es ist richtig, man muss es immer mit zwei Scheren schneiden, ja. Ich sehe es ja auch so. Ja. Man darf nicht immer gegen den Fortschritt sein. So wie die Vorhaut sein. Bei den, ist egal. Richtig. Man darf nicht immer auf alles schimpfen, was neu ist und was jetzt gerade die Jugend so macht. Wir sind ja selber noch unter 30, ja, das ist ja alles irgendwie im Rahmen. Aber es gibt halt doch Sachen irgendwie, wo ich sagen muss, das ist halt nicht geil. Ja,
Zum Beispiel Face-Sitting. Das ist viel zu gefährlich. Kommt drauf an. Ja, das stimmt. Wer auf einem sitzt. Okay, ich habe noch eine kleine Überschrift, die will ich loswerden. Nicht, dass das untergeht, aufgrund von eventuellem Zeitmangel. Jurassic Pferd. Okay. Ich breche es kurz zusammen. Es wurde flüssig, also es ist eigentlich eine große Sache tatsächlich. Es wurde flüssiges Blut gefunden in einem prähistorischen Fohlen. Also ein kleines Pferdchen. Ein Fohlen, nicht ein kleines Pferd. Und das ist tatsächlich das besterhaltenste Eiszeit-Säugetier, was jemals gefunden wurde. Also es ist schon eine große Sache. Aber es ist tot. Es ist leider tot, ja. Ist so gut konserviert, war es dann doch nicht. Und das wurde in sibirischen Packeis oder was weiß ich, also so, wie heißt es, ganz, ganz kalte Eis in Russland, was weiß ich, ne? Da wurde es drin gefunden. Ja, genau. Ist sehr gut erhalten. Und jetzt wird es versucht zu klonen. Das versuchten die doch auch mit einem Mammut. Die hatten auch ja, so Mammutfleisch gefunden. Was aber Mammut und Elefant sind, glaube ich, zu weit auseinander. Ich glaube, bei dem Fohlen könntest du es sogar einem Zebra einsetzen und man könnte das irgendwie rekonstruieren. Ach so, ja, ja. Wir sind mal gespannt, ob diese Rasse wiederhergestellt wird. Vielleicht kann man das ja im Zweifel dann bei anderen Leuten auch wieder machen. Oh. Nee, aber ich habe bei der News gedacht, okay, vielleicht wird es langsam Zeit, Bibis Beauty Palace mal einzufrieren, damit die für die Nachwelt erhalten bleibt, damit die auch den Spaß haben. Ich glaube, es würde sie keiner wieder auftauen wollen. Ja, ist die richtig. Die wird für alle Ewigkeiten im Eisblock bleiben. Meine aber nicht. Nein, meine Prognose. Dann gab es noch eine, aber du kannst ja auch, vielleicht hast du noch was, ich habe hier noch was. Ich war verwirrt etwas, in der Türkei gab es jetzt Kommunalwahlen. Nein. Und Erdogan ist ja nun mal... Nicht mehr so beliebt, ne? Nee, der ist ja jetzt nicht wirklich ein Demokrat. Naja, in dem Sinne. Ein Demokrat mit Ecken und Kanten, kann Richtig. Man sagen. Er ist nicht ganz lupenrein, aber er bemüht sich, ja? Ja. Er gibt sich Mühe. Aber jetzt gab es für seine Partei, die AKP, gab es jetzt eine Wahlschlappe. Und ich dachte, wie kann das denn sein? Also ich dachte, der ist doch voll der Wahlfälscher und der sperrt Leute ein, die ihm nicht nach dem Mund reden. Wie kann das denn passieren, dass er nicht gewählt wird? Erst wollte er die Wahl anfechten, er wollte die Stimmen neu auszählen und trotzdem ist seine Partei wohl steht schlechter da als vorher. Da verstehe ich nicht, was da falsch gelaufen ist. Also ich glaube, dass wir in Deutschland die Diktaturen hatten die Menschen besser im Griff als die Türkei. Ja. Ich glaube, dass sie noch von uns lernen müssen so ein bisschen. Aber ich war verwirrt. Vielleicht können wir da mal irgendwie Aufklärungsarbeit leisten. Aber wie kann das denn sein? Ich glaube, Jan Böhmermann hat doch da gute Kontakte vielleicht. Ja, aber das ist gerade ein bisschen schwierig, glaube ich. Also hat man auch langsam ein bisschen Mitleid, oder? Naja, zu DDR-Zeiten gab es 99% für die... SED damals aus und auch Grund. NSDAP hätten ähnliche Wahlergebnisse, beziehungsweise gar keine Wahlergebnisse mehr, weil die abgeschafft worden sind. Warum schafft es Erdogan nicht? Was ist da los? Ich weiß es nicht, aber ich habe das auch gelesen. Aber ist das nicht auch schon ein bisschen länger her? Nee, also jetzt. Oder nee, das war bei den Wahlprognosen, das hatte ich gelesen. Genau, das war nämlich vor 3 Wochen. Jetzt waren die Wahlen und er hatte halt Widerspruch eingelegt. Es war schon 1-2 Wochen her, aber also wo die Wahlen waren. Und jetzt gab es diesen Widerspruch von ihm und trotzdem. Hilft das nichts. Das wäre auch wieder das wäre der Daily Trump eigentlich, ne? So, oh, Hillary wurde gewählt. Nee, das sehe ich nicht ein. Ja, richtig, richtig. Ich will das nicht. Aber apropos, ich würde sagen, der virale Hitler der Woche ist der Sexit. Der Sexit? Der Sexit ist der virale Hitler also der Woche. Also ich hätte sogar fast Notre Dame gesagt, weil das präsenter war und irgendwann dachte ich auch, als ich dann über alle Memes gelacht habe, war dann der Spaß für mich vorbei und dann war dachte ich, okay. War mir auch zu wenig irgendwie. Ja? Ich kann dir mal noch ein paar schicken, ist guter Stoff dabei. Ja, okay, gerne. Ja. Ja, aber sonst gehe ich da mit. Ja. Viraler Hitler, Sexit ist einfach dumm. Also mein persönlicher, wenn du jetzt sagst, für dich ist es Notre Dame war ein Unfall und der Unfall ist, weiß ich nicht, in den Gehirnen der britischen Regierung in dem Fall. Ja. Finde ich okay. Okay, freut mich. Apropos Unfall. Es geht hier um fahrende Frauen, überhaupt keinen Bezug dazu. Nee, auch nicht. Aber Uber lässt weibliche Fahrer in Saudi-Arabien jetzt Männer blockieren. Da guckst du. Also erst stimmt, Frauen dürfen Auto fahren. Ich wollte es erst. Frauen dürfen Auto dürfen fahren. Auto fahren seit Juni 2018. Dürfen in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist übrigens das Land, was wir mit Waffen beliefern. Also danke dafür, Deutschland. Wo Menschen hingerichtet werden, gesteinigt werden, genau. Da dürfen jetzt ein knappes Jahr Frauen fahren. Gibt es natürlich dann auch ein paar Frauen, die für Uber arbeiten. Uber ist ein Taxidienst. Privatisiert, genau, soweit ich weiß. Sie können da ihr Auto anmelden und können sagen, sie fahren Menschen, wo sie hinwollen und kassieren Geld auf privater Basis. Genau. Es gab nämlich noch Ende letzten Jahres eine Umfrage, die ergeben hat, dass 74% der weiblichen Fahrer keine Männer mitnehmen. Fragt man sich jetzt vielleicht, warum? Ich erkläre euch das gleich. Aber ich finde erstmal, das ist ja nichts Schlechtes, wenn Uber das unterstützt. So. Ja.
dann wiederum denke ich mir, okay, die zwei Frauen, die raus dürfen und arbeiten, die wird das aber freuen. Aber nein, das war natürlich eine Hyperbel. Es sind letztendlich 22% der Frauen sind arbeitstätig in Saudi-Arabien. Das ist ja immerhin etwas. Ja. So, hätte man nicht erwartet, dass es doch so hoch ist. Und der Punkt ist einfach, dass die Männer nicht annehmen aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, weil die vollgelabert werden. Mhm. Weil, ne, politische, gläubische Hardliner, die dann sagen, ey, was machst du hier in diesem Auto? Du sollst es nicht und so. Und das wollen die sich dann nicht anhören, ja. Logischerweise. Ist ganz nett. Und es ist auch sehr vorteilhaft für Frauen, die den Transport brauchen. Denn die durften bisher nur im Uber mitfahren, wenn da ein Mann sitzt, wenn sie ihren eigenen Mann mitnehmen. Ach so. Die dürfen nicht alleine mit einem fremden Mann im Auto sitzen. Und so weiß man jetzt... Man darf es auch nicht übertreiben. Ja, genau. Also da hört der Spaß auf. Ja. Raus dürft er schon, ja. Autofahren geht klar. Gerade so, aber mit einem fremden Mann sozialen Kontakt haben. Nee, das geht nicht. Da fliegen die Steine. Ja, es gibt Grenzen. Naja, und durch diese neue Funktion sieht man halt, okay, da ist eine Fahrerin, das ist definitiv eine Frau. Ich kann als Frau da einfach mitfahren, ohne dass ich jetzt eine Begleitperson brauche. Mhm. Ist doch nett, oder? Ja, es ist schön. Also ich habe ja gelesen, dass, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es waren 20% der Unfälle werden von Frauen verursacht, ungefähr. Sind Zahlen, also eindeutige Zahlen. Und wenn Frauen nicht Auto fahren dürften, gäbe es 20% weniger Autounfälle, muss man auch mal so sagen. Ja, das stimmt. Und da frage ich mich jetzt gerade, wie sieht es denn in Saudi-Arabien aus jetzt nach einem Jahr? Dürfen, gab es mehr Unfälle? Das weiß ich noch nicht. Wenn ja, durch wen verursacht? Und was, drittens weiß ich nicht. Was sagen Sie dazu, Herr Kleine? Herr Kleine. Aber ich finde es gut. Ich finde auch, in Deutschland soll das eingeführt werden, dass Frauen Begleitung brauchen. Ja, auf jeden Fall. Also ganz ehrlich. Also als Schutz natürlich, als ja, Schutz. Die laufen hier rum und existieren. Ja, die kennen das doch gar nicht. Die wissen doch gar nicht, wie die Welt funktioniert. Die brauchen jemanden, denen das so ein bisschen erklärt. Wir müssen denen das ab und zu mal mansplainen. Ja, ich denke auch. Oh Mann. Die armen Frauen. Ja. Gut, dann außer an Frauentag. Ich habe noch eine krasse internationale Sache, die für mich beeindruckend war, aber ich glaube, das geht wieder an allen vorbei. Hat ein bisschen das Internet in Flammen gesteckt, also hat ein paar Leute interessiert, aber nicht so sehr wie jetzt zum Beispiel Sexit oder so. Es gibt einen ehemaligen Präsident von Peru. Ja, ja, habe ich Alan Garcia. Hast du mitgekriegt, ja? Und ich sattel das Pferd mal von hinten auf. Da gab es einen großen Skandal schon in der Vergangenheit. Es gibt in Odebrecht. Das ist eine brasilianische Baufirma, die in ganz viele Skandale verstrickt war, so Schmiergelder und Bestechungsgelder, Korruptionsfälle. Verstrickt. Genau. Ja. Ganz, ganz abgefuckt so. Und auch er war da mit drin. Der war Präsident irgendwie früher, 1995 oder so, irgendwie ein paar Jahre, wurde dann irgendwie angeklagt, ist dann außer Landes gegangen, um diese Anklage verjähren zu lassen, ist dann wieder nach Peru zurückgekommen, wurde wiedergewählt. Großartige Geschichte. Und der hat auch wieder Twitter, hat getweetet, hey, auch jetzt für die neuen Anklagepunkte, ne, die seit 2011 irgendwie im Raum stehen, es gibt keine Beweise, ihr habt nichts gegen mich, hat er getweetet. Einen Tag später stand die Polizei bei ihm vor der Tür, wollte ihn abführen. Ja. Dann hat er gesagt, oh Moment, ich muss noch mal kurz ins Badezimmer. Nee, ich will meinen Anwalt anrufen, habe ich gelesen. Oder so, ja, aber hat er im Badezimmer gemacht. Genau. Dann gab es einen Knall und plötzlich hat er irgendwie ein Loch im Kopf. Ja. Von sich selbst übrigens. Zufall? Also ich glaube, jemand, der unschuldig ist... Doch, er wollte seine Unschuld beweisen mit der Kugel. Guckt in meinen Kopf rein, da sind keine bösen Gedanken drin. Genau. Hier, Guckloch. Also sehe ich ganz genauso. Also ich finde, das ist kein Schuldeingeständnis. Das ist auf jeden Fall ein hier, ich gebe mein ein Leben. Hilferuf. Ich gebe mein Leben für meine Unschuld. Bitte verhaften Sie mich nicht. Machen Sie jetzt auch nicht, ne? Na, das stimmt. Hat geholfen. Hat er geschafft. Ja. Er geht als unverhaftet in die Geschichte ein. Ja, jetzt kommen die bösen Zungen, die sagen, das ist feige, er muss doch stehen zu seinen Straftaten. Aber nein, er war es einfach nicht. Er muss jetzt gar nicht mehr stehen. Der liegt jetzt längst im Sarg, glaube ich. Richtig. Oder wird er verbrannt? Weiß ich nicht. Gute Frage. Aschermittwoch, was sagen Sie dazu? Herr Kleine. Ja, also fand ich ganz interessant. Die Korruptionswelle in Lateinamerika ist eh so ein großes Ding, ne? Und ja, vielleicht ist das ja so ein kleiner Startschuss, damit das mal ein bisschen kippt. Ja. Ja, ein Startschuss. Schön. Der war schön. Ja. Der Gag des Tages, Leute. Gut. Ja. Was hast du denn da noch stehen? Ja, Griechenland, ne? Griechenland, oh nee. Griechenland, ja. Haben wir die langsam Neues gekauft, aus oder? Griechenland. Erst dachten wir das, aber nein, wir haben noch viel mehr Schulden bei denen als sie bei uns, ja. Denn sie stellen jetzt einen Anspruch auf Reparationszahlungen für den Zweiten Weltkrieg. Das ist so lange her. Ah, das so haben sie sich jetzt aber aus den Fingern gesaugt. Aber absolut, das verjährt doch. Und
Vielleicht muss Deutschland auch wie Alan Garcia mal kurz außer Landes gehen und wiederkommen. Dann kurz geht's. Mal austreten, genau. Ja. Es stehen 290 Milliarden Euro im Raum für geplünderte Schätze und Zwangsdarlehen. Allerdings, also rein rechtlich gesehen, sind diese Schulden obsolet aufgrund des 2+4-Vertrags, habe ich recherchieren können, von 1990, der nämlich solche Reparationsschulden ausschließt. Aber das sehen die Griechen nicht so richtig ein. Und auch die Deutschen sagen, es ist für uns erledigt so irgendwie. Und können wir denen nicht einfach ein paar Tonnen Gyros und Käse hinschicken oder so? Das haben die ja genug. Zimmer quitt? Das haben die ja genug. Ja, aber als Zeichen des guten Willens. Einfach nur, man will ja auch nicht international als die Assis dastehen, die sagen, nee, ist nicht. Naja, doch, irgendwie schon. Stimmt. Wenn einer, dann Deutschland. Ja, wie gesagt, für Deutschland hat sich es erledigt, haben die gesagt. Der Bundestag, so, wir haben den Vertrag unterschrieben, jetzt sind wir raus quasi. Und wenn jetzt alle daherkommen würden, ja, dass wir denen Geld zahlen müssten für den Zweiten Weltkrieg, dann hätten wir gar kein Geld mehr. Nun, das ist schade. Es ist auch mehr Geld, als Notre Dame bekommt, sehe ich gerade. Genau, viel weniger. Da müssten richtig viele Milliardäre spenden. Nun, 290 Milliarden Euro. Also ich habe da ja so eine kleine, so eine Lösung. Ja, eine Endlösung. Nee, nicht ganz. Aber was wäre, wenn wir Griechenland ein klein wenig anzünden? Weißt du, wie viele Milliardäre dann ankommen? Ach, die Griechen, die haben doch hier Olympiade und so Philosophen und ganz tolle Leute. Ja. Da kommen die alle an und kriegen ihr Geld. Das ist so einfach ist Griechenland das. Anzünden für ein besseres Griechenland. Zack. Tun sie es. Also in Griechenland gibt es genug Wahrzeichen, die brennen können, ganz ehrlich. Oder reicht es, wenn man den Gyrosladen neben anderen anbrennt? Nee, das reicht nicht. Nee, ne. Nicht in Deutschland noch mehr anzünden. Nee, lieber nicht, lass mal. Ja, also wirklich, das kann ja auch keiner abschätzen, so eine Akropolis oder so. Ja. Ja. Warte mal, ist das Griechenland? Ja. Klingt so. Da kann ja keiner sagen, okay, kostet jetzt, das ist ein Haufen Steine, kostet das jetzt irgendwie 10 Euro oder 10 Trilliarden? Ja, das ist dann auch egal. Keiner weiß es so. Ja, ne? Ist dann auch egal letztendlich. Ja. Ja, das nur dazu. Ich habe noch was Kleines, weil wenn wir gerade so von Krisengebieten reden. Es gab geleakte Dokumente mal wieder. Gibt es ja auch irgendwie jede Woche. Können wir den Daily Leak ausrufen. Ich weiß nicht ganz, wo sie herkommen. Auf jeden Fall wurde daraus klar, dass Saudi-Arabien, wo wir eben noch davon gesprochen haben, sehr davon abhängig sind, dass sie Waffenexporte bekommen, um den Jemen-Krieg weiterzuführen. Ja. Obwohl ich mich da korrigieren muss, das ist nämlich kein Krieg, das ist eine Militärintervention. Nicht, dass wir das jetzt hier falsch darstellen. Nein. Das Mädchen, das ich gestern angeblich vergewaltigt habe, das hat auch nicht mitgekriegt, das war nur eine Sexualintervention. Richtig, ja? Eine Penisintervention. Ja, es war nur eine kleine Sexualintervention. Sorry, ja. Da müssen wir aber jetzt wirklich mal die Grenzen klar abstrecken. Da muss man unterscheiden, ja. Da muss man Einzelfallbetrachtung machen. Du hast auch Überraschung gerufen, als du durch den Bus gesprungen ja, bist. Ja, sie war vorgewarnt. So. Gut. Da auch dazu wieder von Seiten Trump kleine Nachricht. Der hat ein Veto, also auch hier nicht wieder Trump alleine, sondern das Trump-Regime. You need to fly some water tanks. Und diese Militärinterventionen. Und dann regnet es da und dann sind alle glücklich. Nein, er hat gesagt, er möchte den Konflikt da weiter unterstützen. Hm. In der ganzen Zeit, wie das jetzt läuft, war das erste Mal, dass die USA mit dem Gedanken gespielt hat, das einfach mal zu unterlassen, das da irgendwie mit rumzufuschen, irgendwelche Stellvertreterkriege oder sonst was zu führen. Und da meinte die Trump-Administration, nö, lass mal, machen wir mal weiter. Das geht uns ja nichts an auch, ne, letztendlich. Das stimmt, ist mir viel zu also weit weg. Wirklich. Saudi-Arabien, wer redet denn darüber? Keiner. Ja, keiner. Außer wir, denn wir sind intelligente Menschen mit intelligenten Zuhörern und relevanten News. Nice. Sehr relevant. Also ich finde, das hat jetzt mein Tag verändert, diese News. Es gibt nichts Relevanteres als den Planeten, denn auf dem leben wir. Und auch du auch? Ja. Ach hallo. Hi, schön, dich kennenzulernen. Hi, Tino. Ja, Robin. Nice. Nein, es gab einen Forscher, Tom Crowther, an der ETH Uni Zürich, der hat vor 4 Jahren festgestellt, okay, neue Berechnungen, es gibt ungefähr 3 Billionen Bäume auf der Welt. Hat er alle gezählt. Ja. Muss man ihn auch an dieser Stelle mal loben. Und er hat jetzt herausgefunden mit seinem Forschungsteam, man kann ganz, ganz viel für die Welt tun, wenn man 1,2 Billionen mehr noch pflanzt, was jetzt CO2 und so angeht. Ne? Da denke ich mir, gibt ja genug Leute, die sagen, oh, CO2 und so, das ist alles nicht bewiesen, bla bla. Dann denke ich mir wiederum, okay, aber es schadet ja nicht, einfach ein Bäumchen zu pflanzen. Ja? Richtig. Sieht schön aus. Ja.
macht die Luft ganz lecker. Also schadet erstmal nicht. Die Frage ist, wohin mit den ganzen Bäumen? Wo sollen die stehen? Ich habe keinen Platz bei mir. Ich habe eine Rechnung gefunden, war jetzt ein Nutzer, deswegen kann ich nicht sagen, ob das jetzt irgendwie wirklich fundiert war, aber der hat ausgerechnet, dass irgendwie eine Billion Bäume, das sind fast die Fläche von Nordamerika irgendwie. Klingt sehr viel, ne? Ja. Aber wenn es verteilt ist auf die ganze Welt, denke ich, das geht. Ja. Vielleicht pflanzen wir doch einfach alle in die Antarktis, da stört es ja keinen. Da wollte ich gerade sagen, natürlich, da ist ja Platz. Eben. Muss man auch ein bisschen ökonomisch denken an dieser Stelle. Ich stelle mir gerade vor, wie der Mann jeden Abend vor Google Maps saß und hat einfach die Bäume alle gezählt. Ja, rangezoomt. Richtig. Und dann irgendwann kommt die Frau rein, Herr Schatz, willst du Abendbrot? Oh, jetzt habe ich mich verzählt, muss von vorne anfangen. Ja, im Zuge dessen gab es noch mal eine kleine Promotion-Welle für Ecosia, falls du das kennst. Da kann man nämlich, wenn man nicht unbedingt den Megakonzern Google unterstützen will, kann man Ecosia als Suchmaschine nutzen und von den Ad-Revenues, Werbeeinnahmen pflanzen sie Bäume. Aber nutzt du den denn auch? Vielleicht mache ich das ab heute. Ich habe es mir oben schon in die Lesezeichenleiste rein. Gestern Nacht habe ich das, ja. So, ich hatte das auch vor Jahren mal mitbekommen, aber da hat man es nicht so auf dem Schirm. Im Endeffekt, wenn du das Gleiche findest wie mit Google, mehr oder weniger, dann... Ich hatte es nämlich mal benutzt, wo ich studiert habe, also aktiv studiert habe. und das, ja, es war ein schönes Gefühl zu sehen, dass das Konto immer größer wird, was du halt da rechts oben stehen hast. Ja. So war es früher zumindest. Ja, sie haben jetzt schon 5 € gesammelt für den Regenwald. Ja, cool, aber... Aber ich habe meinen Porn einfach nicht mehr so gut gefunden. Erstens das, ja. Also wenn du da Sachen eingibst, es sind andere Ergebnisse tatsächlich. Mhm. Also ich habe es verglichen mehrfach und du findest bei Google leider immer noch die wichtigeren und relevanteren Sachen als bei Ecosia, wie das heißt. Ecosia. Vielleicht hat sich was geändert. Ich werde die Berichte erstatten. Auch ich werde es mir heute installieren. Ich werde es versuchen, wie weit ich komme und nutze einfach beides. Google also der Punkt ist ja, das sind halt so Sachen, die kosten dich nichts, die schaden dir nicht so und wenn man eventuell was Gutes tun kann, warum nicht? So. Überredet es gibt natürlich noch andere, es gibt irgendwie auch Dienste, die irgendwie für 15 Euro dir irgendwie fertige Bäume irgendwie zuschicken, die du bei dir pflanzen kannst, wenn du ein Grundstück hast, so. Ist doch nice, ja? Ja, mache ich auch. Habe ich jetzt nicht den Platz für, aber grundsätzlich. Ey, einfach so ein Baum ins Wohnzimmer. Ja, genau. Großartig. Ja, das war so, was die Woche los war. Es gab noch wieder, jetzt ist nämlich gerade, wir müssen nämlich noch die Woche Revue passieren lassen, deswegen haben wir ja die Zeit gestellt. Perfekt, ne? Ideal. Es gab noch wieder, die Deutsche Bank hat mal wieder einen Skandal gehabt wegen Geldwäsche, irgendwie russische Gelder und so, aber das hört man ja auch irgendwie alle 2 Wochen, deswegen müssen wir da nicht nochmal groß. Ja, sogar Let's Dance wird nicht ausgestrahlt wegen Karfreitag, weil man nicht tanzen darf. Schlimm. Tanzverbot. Tanzverbot, YouTuber und danke. Der war nämlich in den Twitter-Trends und dachte, was hat denn der wieder gemacht? Aber nein, es ging um das tatsächliche Tanzverbot. Also ich muss sagen, die Woche war richtig, war schön. Die Woche war schön, schönes Wetter auch, muss ich sagen. Gute Memes. Also 2 Tage lang haben mich die Notre-Dame-Memes sehr gut unterhalten. Ja, auf jeden Fall. Also Notre-Dame hat gebrannt, ja, das war ein riesiges Thema. Dann der Kopfschuss von dem Präsidenten fand ich auch sehr amüsant. Und Artikel 13 war auch nochmal ein bisschen was los. Also ich muss sagen, Wir müssen da immer so Referenzwerte ranziehen. Also wir hatten ja die Woche mit Neuseeland, was jetzt auch überhaupt keinen mehr interessiert, weil es verjährt mittlerweile. Nobody gives a shit. Und da hatten wir, 8,5 sogar? Richtig, richtig. Das ist nicht ganz. Nee, nicht ganz. Aber ich finde so eine... Also da hätten schon ein paar Deutsche noch in Notre Dame verbrennen müssen, damit das hier irgendwie jemanden juckt. Aber besser als 7 auf jeden Fall auch. Ja, aber gerade so. Also 7,5 finde ich schon ein bisschen heftig. Ja. Ja. Also dafür. Aber für eine riesige Kirche, die brennt, also ich bin schon gewillt, eine 7,9 zu geben. What? Ja. 7,4. Ja? Ja, komm. Müssen wir die Mitte machen? 7,6 oder so. Ach sowas. Du Scheiße. 7,6. Ja, gut, 7,6, aber das merke ich mir, dann mache ich den Trump das nächste Mal, wenn ich was ganz toll finde und du nicht so. Dann mache ich da mein Veto und sage hier. Blicke zurück auf diese Zeit. Ja, stimmt. Ja, wie gesagt. Wir suchen immer die Mitte. Wir suchen immer die Mitte. In allem. Ja. Herr Kleine, haben Sie Ihre geistige Mitte schon gefunden oder wie sieht es bei Ihnen aus? Auch Ihre politische Mitte. Ja. Nee, es war wirklich eine großartige Woche. Doch, ich fand's auch. In dem Sinne. Wobei mir viele Notre-Dame-Memes auch mich genervt haben. Genervt? Ja, zumindest so von der Partei, von der Partei, in der ich ja auch bin, aber da gab es sehr, sehr viele komische Sachen, die ich nicht so cool fand. Okay. Da muss ich auch mal Kritik äußern. Kannst du mir hinterher mal zeigen?
Aber ich fand's, also alles, was ich gesehen habe, fand ich unterhaltsam. Bei Reddit zum Beispiel kann man ja auch sortieren nach beliebt, was im Englischen hot heißt. Und die haben gesagt, ja, alle Memes sollten jetzt bei hot sein. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da, 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 da. Also ich fand's großartig. Aber ich finde auch großartig, dass wir so geile Outro-Musik haben. Ja, ich auch. Es war gerade sehr, sehr laut. Irgendwie ist es ein bisschen unangenehm. Wähl trotzdem die Partei, sie ist immer noch sehr gut. Ist sie das? Ja. Okay. Nice. Solange ich drin bin, ja. Herr Kleine, was sagen Sie dazu? Ja, was sagen Sie, Herr Parteilos? Also, ne, immer zwischen den Stühlen. Was soll denn das? Kommen Sie mal her, ja, und ziehen Stellung. Es wird kann Zeit. Sie nicht entscheiden, ja? Kann Sie nicht entscheiden, ja? Hast du gerade Scheide gesagt? Ich hab Scheide gesagt. Wenn das die britische Regierung hört. Ich hab Scheide gesagt.